Das ist mal ein kleiner Backfisch holen und Doris ein Matjes. Wir sind im Backfisch, haben gerade bestellt. Anstelle vom Kuchen gibt der Fisch. Gleich piepst er. Das war unser erster Stopp im Backfisch. Ich glaube, wir haben uns für das Italis entschieden. Wir sind im Italis. Doris studiert Speisekarte. Oder den Nachtisch, den sehe ich schon. Nein, ich bin noch für Haupt. Ja? Wir haben bestellt und bekommen. Ein bisschen. Guten Appetit. Dankeschön. Zum Wohl. Dann wünsche dir guten Appetit. Dankeschön. Arrabbiata. Arrabbiata. Sehr gut aus, aber scharf. Ne? Mhm. Wird uns gut warm. Ich habe mich vertan, wir sind im Topi. Wir sind im Topi, haben schon bestellt. Eine sehr gute Speisekarte. Dann sind wir mal gespannt. Wir sind das erste Mal hier, obwohl hier schon 2 Jahre das Lokal besteht. Zum Wohle und dann guten Appetit. Heute Abend sind wir wieder im Topi zum Abendessen. Ja. Also 2x Krabbensuppe. Zum Wohle. 5 Stunden habe ich noch Geburtstag. Ja, werden wir durchfeiern. Bis zum Schluss. Prost. Ich wünsche dir guten Appetit. Dankeschön. Was hattest du nochmal? Zanderfilet? Zanderfilet in einer Zitronensenf. Ich habe einen Gourmet-Teller. Gourmet-Teller. Mit Soße Bernese. Wir haben gut gespeist. Morgen gibt es gut Wetter. Wir sind in Zorbas in Grezil. Aber
Dann wünsche ich guten Appetit. Wir sind im De Wandlhofer. Guck super. Und wünsche ich guten Appetit. Dankeschön. Wir sind im Italis. Doris überlegt noch, ob sie die Jacke auszieht. Wir haben noch 20 Grad. Ja, ist schön. Alles sitzt hier noch draußen. Gleich geht die Sonne unter oder ist schon, wa? Unser Abendessen. Dann wünsche ich guten Appetit. Aber ich weiß nicht, Zwiebelampel. Wir genießen noch den letzten Sommerabend. Morgen um 14 Uhr und noch was beginnt der Herbst. Zum Abschluss noch einen Kaffee. Seht dich gar nicht, Doris. Unser letzter Abend im Italis heute, am Samstag, morgen geht's nach Hause. Weiterhin guten Appetit. Wir haben alles aufgegessen. Eigentlich ist es schade, jetzt fängt die junge Dame schon abzuräumen, obwohl hier die ganze Terrasse noch voll ist. Hat schon mal überall, wo keine Gäste sitzen, die Stuhlkissen entfernt. Gleich kommen die Sonnenschirme dran. Noch einen Kaffee.